Freunde des E-Commerce, heute sprechen wir darüber, wie ihr eine Facebook-Werbekampagne aufbaut. Ihr habt diesen blauen Button, den könnt ihr klicken. Macht es bloß nicht. Schlimmster Fehler, den ihr jemals begehen könnt. Mein Name ist Ali Okasi. Ich habe Patrick Kriebel zu Gast, Social Media Agentur und Facebook-Nerd. Ein Video übrigens, warum ihr den blauen Button nicht klicken solltet, verlinken wir euch hier. Ne? Genau, ja, ich freue mich, dass ich da bin. Genau, Kampagne sollten wir strategisch aufbauen. Da fängt es schon mal an, dass ich diesen blauen Button nicht nutzen sollte. Warum? Aber es ist doch einfach, einfach klick. Ja, ist doch, genau. Und, Kreditkarteninformation, klick, genau, nimmt Geld. Genau, das Facebook einfach macht das perfekt. Ne? Aber es ist halt auch so, alles, was im Leben einfach erscheint und einfach ist, ist grundsätzlich schon mal nicht richtig. Ne? Einfach ist halt, was Erfolg liegt nie in der Einfachkeit, sondern immer im Fleiß. Ich dachte, mit 500 Euro werde ich jetzt Millionär. Ja. Doch nicht mit Facebook Ads. Aber vielleicht in einem Land, die einen schlechten Wechselkurs haben oder so. Da könnte das sein. Aber in Deutschland wird es schwierig. Ne? Im Amazon-Bereich gibt es das ja viel, dass das einem suggeriert wird. Genau, die perfekte Kampagne ist natürlich immer schwierig. Es gibt die perfekte Kampagne in dem Sinne nicht. Wenn ich eine Facebook-Werbeanzeige erstellen möchte, dann ist erstmal ganz wichtig, die Frage sollte ich mir bei jeder Tätigkeit unabhängig von Facebook Advertising stellen, was ist überhaupt das Ziel dieser Tätigkeit? Und wenn ich ein Ziel definieren kann, dann kann ich überhaupt erst eine Strategie daraufhin ausrichten. Viele Kampagnen, die da draußen laufen, wissen die Leute gar nicht, was sie machen. Ja? Oder ich sehe es auch oft bei Mitarbeitern, sie machen eine Arbeit ohne ein Ziel. Und wenn du kein Ziel hast, kannst du kein Ziel erreichen. Ich hätte sogar ein Ziel. Folgendes, ich möchte Tickets verkaufen. Mhm. So, über Facebook. Mhm. Was muss ich machen? Wofür denn? Ein Ticket für eine E-Commerce-Veranstaltung. Mhm. Wie teuer ungefähr? 69 Euro. 69, gibt es auch teurere Tickets? Ja, jetzt machen wir einfach mal, es gibt diese Veranstaltung nicht, aber ja, 199 Euro. Okay, und gibt es auch, wo ist das Einzugsgebiet? Nämlich Stuttgart. Nur Stuttgart, ja? Nee, eigentlich will ich, dass die deutschlandweit kommen. Mhm. Okay. Also deutschlandweit. Wie viele Leute brauchst du denn? 500 wären super. Okay. 500 wären okay, dann wird es ja auch spannend. Hier ist es sogar vom Kampagnenziel ja ganz klar, wir brauchen Ticketverkäufe. Kennt man diejenigen, die das verkaufen oder ist das eine bekannte Eventreihe oder so? Oder nein, wir machen was ganz Unbekanntes, wenn schon denn schon, richtig hardcore. Richtig hardcore. So heißt also, wir werden in eine Zielgruppe reinschießen, die uns nicht kennt. Ja. Okay. Ja, so das ist natürlich, und gab es dieses Event schon in der Vergangenheit? Nein. Also das erste Mal? Einmalig. Okay. Das erste Mal. Du bist direkt die Challenge, ja? Hat ja Marc Steyer auch mit seiner eBay-Seller-Konferenz geschafft. Ja, aber da ist es so, dass Marc Steyer dahinter steht, ne? Da ist dann, alle wussten, dass es von Marc Steyer und vom Yassin. Mhm. Dann hat das ja quasi, ist ja denen ihr Machwerk und die haben ja ein mega Netzwerk dahinter, ne? Okay. Ist das jetzt von dir oder ist es von jemandem, den wir nicht kennen? Von jemandem, den wir nicht kennen. Okay. Das ist ganz wichtig. Warum ist das wichtig? Weil wir hatten ja auch in einem der letzten Videos Social Proof, verlinken wir auch gerne hier. Da hatten wir genau darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass Menschen Vertrauen zu mir gewinnen können, damit ich kaufe, oder Vertrauen zu mir haben, damit sie kaufen. Und wenn jetzt ein Veranstalter daherkommt, worum geht es in der Veranstaltung? Eine Social Media Konferenz. Eine Social Media Konferenz. Und sind da krasse Speaker? Ja. Also die man kennt? Ja. Okay, dann haben wir da schon mal Social Proof. Das ist ganz wichtig. Okay, das ist wichtig, ne? Und es geht darum, dass die Leute was lernen können. Und vielleicht machen wir noch Workshops mit rein. Genau. Oder? Ja, perfekt. So, also haben wir doch ein bisschen Social Proof, weil wir können ja jetzt mit Namen kokettieren, weil das ist ganz wichtig später für den Kampagnenaufbau. Deswegen habe ich viel gefragt, um das Event zu verstehen, um zu verstehen, was muss ich den Leuten suggerieren. Weil wir müssen immer bei einer Kampagne eine Sache wissen. Menschen kaufen immer ihren Vorteil. Ne? Und Menschen kaufen natürlich auch manchmal auch Namen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel eine Social Media Konferenz haben und wir haben da krasse Namen auf der Bühne, dann gibt es Menschen, die kaufen dann das Ticket nur wegen dem Namen. Ne? Oder sie kaufen das, weil sie jetzt maximales Wissen rausziehen. Mhm. So, okay, alles klar. Also es ist eine Kampagne, die geht auf Sales. Das ist eigentlich, sag ich mal, theoretisch relativ einfach. Aber nicht so einfach. Vielleicht will ich noch eine Release-Strategie haben. Vielleicht sage ich aber dir, hey, ich will erstmal die teuren Tickets verkaufen. Die Strategie ist sexy, ist aber nur umsetzbar, wenn die Leute in dich vertrauen. Ja?
du kannst nicht, das ist halt auch wieder, man kann nicht eine Eventreihe aufsetzen und ich mache da Inhalte, die keiner kennt, mit Leuten, die keiner kennt, dann wird es schwierig. Wenn du aber dann ein Line-Up hinstellst, wie zum Beispiel Rock am Ring oder so, die haben die Power, die haben den Namen. Da willst du VIP so, sein. So, da ist das eine Strategie, die funktioniert, weil einfach die Strahlkraft dahinter ist. Wenn du aber ein No-Name bist, mit relativ wenig Impact, wird das schwierig zu realisieren sein. Ich würde nicht sagen, das ist unmöglich, aber es wird schwierig. Ne? Und warum ist das wichtig? Weil wir nämlich dementsprechend halt auch ein Werbematerial und eine Landingpage dafür aufsetzen müssen. Das ist super wichtig, dass wir da in einer Werbeanzeige, wahrscheinlich am besten eine Videowerbeanzeige, man kann es natürlich auch splittesten mit einem Bild, dass man es schafft, alles, wofür diese Konferenz steht, entweder auf ein Bild darzustellen, ja, oder dass ich es da schaffe, in einem 20-Sekunden- oder 30-Sekunden-Video alles, ja, wofür diese Konferenz steht und das, was die Leute richtig heiß macht. Und das ist ganz wichtig, dass ich nämlich mir vorher darüber Gedanken mache, was ist der USP dieser Veranstaltung, was sind die Vorteile, wo kann ich Social Proof schaffen und das muss ich einfach schaffen, schon zu projizieren. Und wenn ich das in diese Kampagne rein, in dieses Bild, das ist eine mega Herausforderung, aber dann, wenn ich dann noch das feine Werkzeug, also das Aufsetzen, sauber mache und ich habe eine perfekte Landingpage, dann hast du fast die perfekte Kampagne. Aber dann ist es nicht nur die, also viele stellen sich ja vor, gerade auch ein paar Zuschauer, die sagen, ja, eine Facebook-Werbeanzeige ist ja locker easy. Ja. Einfach ein bisschen was reintippen und schon habe ich eine Facebook-Werbeanzeige. Aber da steckt ja richtig viel Strategie und du musst ja noch um Ecken denken. Ja? Du musst ja so viel bedenken, damit du dann das perfekte Bild hast oder das perfekte Video, die perfekte Landingpage, dann nochmal Release-Strategien, dann nochmal, das ist ja mega absolut viel. Und das macht ihr für die Kunden. Absolut, ja. Aber das ist auch genau richtig. Und da könnte man sogar auch wirklich noch eine Release-Strategie reinmachen. Man könnte ja vorher vielleicht auch noch eine Early-Bird-Strategie. Man kann auch vorher über eine E-Mail-Strategie gehen. Gerade bei Konferenzen ist das sehr interessant. Weißt du, was ich mal gesehen habe? Es gab mal eine Veranstaltung und dann war ich auf der Landingpage, da stand Early-Bird, nur noch bis 0 Uhr. Mhm. Am nächsten Tag stand wieder Early-Bird, nur noch bis 0 Uhr. Ah, ja, okay. Also das fand ich jetzt nicht so cool, da dachte ich mir, okay. Das ist halt künstliche Verknappung, die haben halt nur eine Sache vergessen, dass das Cookie bei dir gespeichert wird, ja. Weil normalerweise passt sich das, also diese Strategie ist gängig, ne, aber auch nur eigentlich bei Online-Kursen. Bei Online-Kursen ist das normal, das, oder was heißt normal, da machen es die meisten so. Also das heißt, wenn ich nie drauf gewesen wäre, dann sehe, also wenn beispielsweise ich bin jetzt einmal drauf und am nächsten Tag habe ich es nicht mehr, gehe ich über seinen Rechner drauf, sehe ich dann nochmal Early Bird. Ja. Ich werde ja nur verarscht. Ja, das ist künstliche Verknappung halt, ne? Weil Menschen... Darf man das rechtlich? Weißt du das vielleicht? Also wir machen keine Rechtsberatung, aber... Also künstliche Verknappung, ich gehe mal davon aus, dass es rein rechtlich nicht safe ist. Es ist aber gängige Praxis. Man sollte halt Verknappung nur unterbringen. Also ich bin für Verknappung. Wir kennen das ja oft von Hotels oder von Flügen. Nur noch zwei. Boah, Booking geht mir da so Nur noch zwei. Ja. Und ganz heiß begehrt. Booking ist heute haben sich das schon 10 angeguckt. Also nichts gegen Booking. Ich nutze nur Booking. Aber ich sehe das immer, wo ich weiß, ey, das Hotel ist komplett frei, ja, nur noch ein Platz, nur noch ein Zimmer. Und denkst du, Ja, obwohl ich glaube, die wurden alle schon durch, Zalando hatte damit auch schon mal, die haben in der Vergangenheit auch schon mal gesagt, da stand quasi überall nur noch 5 Paar übrig oder so, schnell zuschlagen. Und damit hilfst du halt den Leuten, das hat zwei Sachen, warum man das macht. Punkt 1 ist, erstmal Social Proof wieder, viele Leute haben es gekauft, sonst wäre es ja nicht ausverkauft. Und du musst schnell handeln. Und du musst schnell handeln, heißt, du nimmst den Leuten, du drängst sie in eine emotionale Handlung rein, zu einer Impulshandlung und versuchst den Leuten das rationale Denken wegzunehmen. Und die Leute denken rational und sagen, ja okay, wenn jetzt nur ein paar da sind, muss ich jetzt kaufen. Und deswegen ist gang und gäbe. Was ich jetzt erfahren habe durch die paar Minuten ist, es geht gar nicht so stark um die Werbeanzeige, sondern es geht um die komplette Strategie dahinter. Genau. Ja. Und das ist die Krux. Genau. Die Strategie, dass du die vernünftig aufbaust und dass die Strategie auch nicht kurzfristig ist. Das heißt, dass du da viele Dinge bedenkst, ja, künstliche Verknappung oder Social Proof oder was willst du wann, wie, wo erreichen.
Das ist sehr, sehr aufwendig und nimmt sehr, sehr viel Zeit. Absolut. Im Prinzip ist es so eine Kampagne, ihr könnt das so richtig schön im Film darstellen. Das sollte ich vielleicht mal machen, das wäre vielleicht ein cooles Video, wie man da steht und so an so einem Whiteboard und dann malt man das so auf, weil eigentlich ist das viel komplexer, ja? Mhm. Viel komplexer, man kann nicht einfach eine Kampagne rausschließen, man muss sich schon überlegen, was ist der zweite, dritte und vierte Schritt, wann arbeite ich mit Rabatten, wann mit Verknappung, ne? Wann haue ich nochmal vielleicht Content raus, mhm. Aber auch, was kann ich vielleicht im Vorhinein machen, um relativ schnell meine Kosten zu decken, weil ich finde so eine Early-Bird-Phase oder vorher schon zu verkaufen, finde ich immer gut. Das machen halt die meisten, weil einfach schnell kostendeckend sein wollen. Und da muss man sich was überlegen und da gibt es viele Optionen immer. Ne? Und da kann man auch nie, da würde ich wahrscheinlich, wenn ich so einen Auftrag bekommen würde, würde ich mich jetzt erstmal selber zurückziehen und überlegen, was ist der richtige Weg. Ne? Bei meiner Konferenz, die am Z-Care, da habe ich es so gemacht, da habe ich eigentlich fast nur vor meinem Netzwerk und ich habe dann nachher an Werbekosten noch 300 Euro gehabt oder so. Ne? Da konnte ich halt ziemlich viel mit meinem Netzwerk. Aber wie viel Geld hast du eingenommen? Du hast so massig viel Geld eingenommen zum Spenden. Ja, 60.000. Wow. On point, 60.000. Ne? 60.000. Ja. Wow. Ist eine Menge Holz. Das ist eine Menge Holz, ne? Deswegen habe ich das nicht eingenommen, die anderen mussten halt blechen. Die anderen mussten blechen, ne? Da gibt es ja, das war halt eine geile Sache. Also nur kurz für die Leute, die es interessiert. Aber ich kenne auch jemanden, der auch Event veranstalten wollte, mhm. hat 8.000 Euro oder so in Werbemaßnahmen investiert und 3 Tickets verkauft. Mhm. Ja. Hat es selber gemacht? Mhm. Ja, da kann man sehr viel Geld verbrennen. Genau, ne? Das ist halt, wer sowas aufsetzt in der heutigen Zeit, der sollte sich da schon Profis reinholen, ne? Weil wenn du es nicht schaffst, die Hallen zu füllen, ne, und nicht weißt, wie du das schaffst, dann hast du ein Problem. In diesem Fall habe ich ja auch das Glück gehabt, dass ich das Mega-Netzwerk um mich rum habe, ne? Und quasi die Tickets so verkaufte habe mhm. unter der Hand. Ne? Und die restlichen haben wir dann mit den Werbeanzeigen gemacht. Mhm. Ja. Also, wenn ihr anfängt, eine Facebook-Kampagne aufzubauen, ja, macht euch Gedanken über die Strategie. Ja? Entweder schaut ihr die kostenlosen Videos von Patrick Kriebel auf seinem Kanal an, da ist er alles erklärt. Oder, wenn ihr es ein bisschen intensiver haben wollt, ruft ihn einfach an. Macht bloß nicht den Fehler, dass ihr auf Beitrag bewerben klickt, sondern macht euch 1, 2 oder 3 mehr Gedanken und dann sollte das auch klappen mit eurer Facebook-Werbeanzeige. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.